So Leute, da bin ich wieder bei Megaman 1. Fireman nehmen wir uns jetzt vor, aber zuerst, wenn wir in dem Level sind, mache ich was, was ich schon sehr viel früher hätte machen sollen. In den Tod! Arsch. Wenn man mal sterben will. Kann hier nicht irgendwo rennen. Geht doch. So bin ich wenigstens wieder Game Over. Continue. So, jetzt mit voller Power. Na, jetzt nehmen wir volle Power. Man schießt immer zweimal in die. Au. Ah, sollte ich lieber nicht nehmen. Aber mit Eis hätte man die Dinger wettmachen können. Aber ich bin ja nicht blöd. Ich mach das. Okay, ich bin blöd, aber trotzdem mache ich das Eislevel zum Schluss. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Runter. Nein! Fuck Royal. Nein, nicht Fuck Royal. Ja, wenigstens habe ich hier wieder an. Scheiße, Dreck. Ich sag. Okay, sicher ist sicher. Moment, wozu haben wir die denn gekriegt? Hoppla. Haha. Oh Gott. Ah, die Magnete sind sehr hilfreich im Spiel. Au. Oh nein. Oh nein. Elektro, lass ihn mal. Und was kommt da jetzt? Ja, der Tod. So eine scheiß verwichste Scheiße. Yes, was soll das? Wieso tut ihr mir sowas an? Haha. Oh Gott. Das ist... Manchmal kann es so unfair sein. Auch nur manchmal. Unten. Sprung. Sprung. Kein Sprung.
Elektro. Die beste Waffe überhaupt. Dass er auch nach unten schießen kann. Also. Ich dachte schon, hey, was war jetzt los? Au. Egal, ich bin hier, das heißt, mir kann nichts mehr passieren. Ach Gott. Erstmal die richtige Waffe finden. Ich probier's mal. Cut, wenn nicht, dann Elektro. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, erst will ich die richtige Waffe finden. Jetzt können wir nicht einsetzen. Probieren wir es mit Bomben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, der Pi-Buster muss rein. Wenn nicht, hätte ich ja gesagt, dass Gegner doof sind. Und dass Eis helfen wird. Aber da wir kein Eis haben, außer Eis am Stiel, aber das zählt nicht, müssen wir ihn mit dem Pi-Buster versuchen. Obwohl, so schwer ist der Hund nicht. Einfach nur immer ruf. Das ist ein geiles Bild. Knick in der Optik oder Riss in der Wand? Wie wollen wir es nennen? Der Riss in der Wand. Lol. Und im nächsten Part sehen wir Iceman. Den letzten Gegner vor den Wily Stages, die hier echt zum Kotzen sind. Bis zum nächsten Part und ciao.